Herzlich willkommen, liebe Bastelfreunde, hier zur nächsten Videofolge für den Porsche 917KH von Stevie McQueen aus dem Hause Exo Collections. Wir werden heute mit der Box Nummer 19 die Ausgaben 73 bis 76 abarbeiten. Unter anderem weitere Details auf der rechten Seite über den Tanks anbringen und zum Beispiel die Kraftstoffpumpe, meine ich mich zu erinnern, kommt mit drin vor und auch ein großes Bauteil, nämlich der rechte hintere Kotflügel. In dem Sinne, lasst gerne ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da. Wenn es euch gefällt, gerne noch einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Sind natürlich hier immer gern gesehen. So, ihr Lieben, damit ja, fangen wir an. Ich habe mir schon mal den Wagen hier auf den Tisch geholt. Da werden wir gleich im späteren Verlauf des Videos ein bisschen was machen. Als erstes bekommen wir einmal die Kraftstoffpumpe, eine Plattform. Dann in der Ausgabe 74 ist es, glaube ich, die Batterie samt einer Haltestange. Dann in der 75 bekommen wir dann nochmal Benzin-Einfüllstutzen etc. Ein paar Accessoires dazu. Und in der 76 dann den rechten Radkasten. So, und damit fangen wir an mit Ausgabe 73. Mal an, was wir denn da alles Schönes machen können. 75, 73, so. Okay, also wir sollen einmal den Kraftstofffilter einmal oder Kraftstoffpumpe mit verschiedenen Leitungen versehen und das Ganze dann auf die Plattform anbringen. Okay, so, das machen wir eben. Also hier gibt es wieder eine kleine Hülse, ein Winkelstück, einen etwas längeren Schlauch. So, mal kurz schauen. 73F ist das Stück Drahtseil. Okay, also das brauchen wir noch nicht. Wir müssen erstmal hier den Schlauch auf Länge schneiden und zwar einmal 90 mm und einmal 50 mm. Okay, so, schauen wir mal. Also 90 wäre hier. Und dann brauchen wir noch ein Stück mit 50. Das kurze Stück soll jetzt hier drauf, auf den Winkel. Oder? Nee, das lange soll hier drauf. Und zwar nicht auf den Winkel, sondern hier direkt auf das Blech. Angefangen hier auf dem äußeren Zapfen. Und weiter hier hinten auf den einen. Das ist ja quasi wie so ein Bogen drüber gespanntes. So, jetzt brauchen wir das 50 mm Stück. Stecken das jetzt hier auf den Filter außen oder auf die Pumpe außen auf. Das Stück wiederum oder der Pumpe kommt jetzt hier in die Halterung rein. Und wird dann hier auf die Platte gesetzt und das Schlauchende hier auf den einen Nupsi hier vor dem ersten, vor der ersten Leitung. So. Alles klar, jetzt brauchen wir das Drahtseilstück und die kleine Hülse. Stecken das jetzt hier drauf, machen den Winkel dran, die Winkelleitung. So, dieses haben wir jetzt hier einmal auf die Pumpe hier in Schräglage so draufstecken. Und damit haben wir den ersten Schritt schon fertig. So.
Als nächstes kommt der Batteriekasten. So. Ein Stück. Einen Pol stecken wir da rein. Befestigen den mit einer Schraube und den anderen Pol. Setz mal hier auf der anderen Seite rein. So, die werden jetzt beide mit den LP-Schrauben eingeschraubt. So, dann kommt der Deckel einmal hier drüber. Wobei, jetzt muss ich gerade mal schauen, schließen wir hier noch Leitungen an, weil dann würde ich den Deckel nämlich nach unten lassen. Sonst kommt man ja da später gar nicht mehr ran. Aber es sieht nicht so aus. Also zumindest nicht vorerst. Okay. Also ich lasse den jetzt tatsächlich mal runter und setze ihn dann später da drauf. Unter der weisen Voraussicht, dass man die bestimmt nämlich später noch hier braucht. So, also als erstes die Platte für die Batterie. Einmal einstecken. Dann die Batterie als solche einsetzen. So, die zwei Teile bleiben übrig, also normalerweise zwei, in meinem Fall jetzt drei. Und wir springen zur Ausgabe 75. 74. Doch, 75, so. Kleiner Zahlendreher am Kopf. So, dann machen wir jetzt hier weiter. Die zwei Rohrleitungen hier kommen zusammen, werden mit zwei AP-Schrauben festgehalten. Dann kommt das wiederum hier unten rein und wird auch hier mit AP verschraubt. Halt, so rum. Und wird im Anschluss dann hier in diese Aussparung festgemacht. So, das heißt also, wir können eigentlich schon die Platte einmal hier so rum einsetzen. Nehmen die Schrauben AP. So, jetzt kommt das Ganze hier drauf. Okay, so, dann brauchen wir als nächstes die eine Rückhalterung, die entsprechende Pumpe dazu, stecken die jetzt hier in die Halterung ein. So, dann brauchen wir einen Schlauch 75K, gibt es für den eine Länge?
Nee, das heißt, wir können ja direkt draufstecken. Und zwar hier auf den unteren Butzen. Und das andere eine entsprechend hier auf den leerstehenden Butzen. So, dann soll man das Ganze theoretisch jetzt am Auto festmachen. So, es kommt jetzt so rum drauf. Die Frage hier, die richtigen Winkel zu finden. Oder ist es da? Ach so, nee, ein Verstützen kommt davon. So. Auf jeden Fall muss man das jetzt hier einmal einfädeln und das ja, macht sich kopfüber etwas schwierig. Deswegen setze ich den eben ein und bin dann gleich wieder da. So, ich habe das Ganze jetzt eingefädelt, habe auch diverse Leitungen noch jetzt hier von der Ausgabe mit verknüpft und damit können wir eigentlich direkt zu Ausgabe 76 springen, nämlich dem Anbau des rechten Kotflügels. So. Und zwar haben wir dafür hier ein kleines schwarzes Teil, das drücken wir eben hier oben in die Halterung ein und gehen dann schon mal mit dem Kotflügel in Position, wo er ungefähr hin muss, denn wir müssen das Ganze wieder von unten anfädeln und müssen dann hier schauen, dass wir die diversen Kabelleitungen hier quasi einmal aus dem Weg räumen. Da ist ja noch ein Frosch im Hals hier. So. Genau, also mit der Seite von unten ran unter die Platte gehen und quasi diesen Teil hier oben drauflegen und dann seht ihr es eigentlich schon ganz genau, wo es hin muss. Und dann brauchen wir eigentlich bloß die Schrauben noch nacheinander festziehen und haben dann eigentlich direkt die richtigen Verbindungen da. So, also als erstes machen wir 5 Stück IM-Schrauben fest auf der Oberseite. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt würde ich den Wagen einmal umdrehen bzw. so hochstellen und wir machen jetzt noch
BM-Schrauben rein. Und zwar, jetzt muss ich kurz schauen, dass ich euch nichts Falsches erzähle. 3 Stück hier für die 1, 2, 3 Löcher auf der Unterseite. So, 1, 2, 3, 4, 5 haben wir gemacht. Ja, alle, passt alles, okay. Das passt alles. Weil ich habe hier eine Schraube mehr, deswegen habe ich kurz geschaut, ob ich irgendwo eine übersehen habe, aber dem ist nicht so. Und dann können wir das hier in allen Seelenfrieden hier festmachen. Ihr seht es gar nicht, sehe ich gerade. Ich sehe, dass ihr nichts seht. So. Auf jeden Fall im Bild und ich komme besser ran. Den einen Ausschalter. Ich hoffe, den kann man hier auch mal irgendwann festmachen. Ich setze den mal hier mal so dazwischen, dass er mir nicht rumflattert. Jo, damit haben wir 2 Radkästen am Mobil und ja, dann fehlt ja eigentlich bloß noch der Deckel. Ne? Dann können wir eigentlich fast schon losfahren. So, Lieben, und das war's dann auch schon wieder für die heutige Videofolge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und daher freue ich mich natürlich, euch in der nächsten Videofolge wieder begrüßen zu dürfen. Macht's bis dahin gut. Tschüss, euer Sebastian von Defma Models. Adi.